Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur 7. Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Heute zum Thema Rassismus im Diskurs. Ich habe hier Rassismus kursiv gesetzt, aus Gründen, die ich später noch genauer erläutern werde. In der letzten Sitzung haben wir uns ja mit Rassismus aus linguistischer Perspektive beschäftigt. Das waren auch diskursanalytische Zugänge, aber heute wird nochmal eine andere Ebene eingezogen. Dazu später, wie gesagt, mehr. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die letzte Sitzung. Da haben wir in Anlehnung an Fredrickson eine Rassismusdefinition kennengelernt. Rassismus beschreibt natürlich eine Form der intergruppalen Diskriminierung zwischen ethnischen Gruppen, wie wir auch sagen können. Allerdings braucht es noch zwei zusätzliche Bestimmungsmerkmale, nämlich die Unterschiede, welche dann eine Ungleichbehandlung zwischen diesen ethnischen Gruppen legitimieren. Die werden naturalisiert, sie werden als unumkehrbar dargestellt. Und zweitens ist Rassismus immer in Machtverhältnisse eingebettet. Er zielt ab auf Herrschaft und auf Exklusion und ist unabhängig von dieser politisch-ideologischen Größe eigentlich nur unzulänglich beschrieben. Wir hatten dann gesehen die Rassismuskonzepte von Hoffmann, was wir ausführlich besprochen hatten. Über Woda-Greisiegel hatte ich Ihnen auch ein paar Informationen gegeben. Das sind Rassismuskonzepte, die mehrschrittig funktionieren, dass sie schrittweise aufgebaut werden in vier Schritten bei Woda-Greisiegel. Bei Hoffmann war es dieses Schaubild, was sich auch so schrittweise aufbaut. Es beginnt damit, dass Polarisierungen zwischen Gruppen vorgenommen werden aufgrund von Indikatoren, wie Hoffmann sagt, die auf vermeintlich natürliche Eigenschaften verweisen. Dann kommt es zu epistemischen Zuschreibungen, die typischerweise mit Wertungen einhergehen. Darauf beruht dann oder daraus geht dann eine Art Hierarchisierung hervor und das Ganze dient dann als Legitimation für hegemoniale Praktiken und Ausgrenzungen bis hin zur sprachlichen oder sogar physischen Gewalt. Wir hatten auch gesehen, also das ist so das allgemeine Rassismuskonzept, wir hatten aber gesehen, dass in neueren Gesellschaften der unverblümte Rassismus meistens sanktioniert wird, was aber nicht heißt, dass er nicht fortbesteht. Es kommt dann zu dem, was Hoffmann die Konversion nennt, dass zum Beispiel Kultur herangezogen wird als Surrogat für Rasse. Aber ansonsten bleibt eigentlich alles gleich, denn auch Kultur wird hier sozusagen naturalisiert und ethnischen Gruppen wird sozusagen eine natürliche Disposition zu bestimmten kulturellen Praktiken zugeschrieben und all das rechtfertigt dann genau die gleichen Herrschafts- und Exklusionsmechanismen. So, das ist nun, wie gesagt, das linguistische oder das wissenschaftliche Konzept und in dem Fall auch, das hatte ich schon angedeutet in der Seminardiskussion, ein Konzept, was von Weißen entwickelt wurde. Und häufig sogar, wie bei Hoffmann, von alten weißen Männern, um mal dieses Schlagwort jetzt wieder zu bedienen. Und das ist also eine sehr akademische Sicht auf das Thema, die ist engagiert und sie ist kritisch. Aber dennoch ist es sozusagen immer aus der Distanz. Es werden, das hatten wir auch besprochen, man schaut sich Diskursphänomene an von anderen Leuten und diagnostiziert bei denen den Rassismus. Und wir werden jetzt heute einen anderen Text besprechen, der da ganz anders vorgeht, nämlich von Alice Hasters. Der Titel ist schon sehr sprechend, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Sie haben das gemerkt bei der Lektüre, das greift uns auf eine ganz andere Art und Weise an in unserem Selbstverständnis. Hoffe ich zumindest, dass es diesen Effekt bei Ihnen hatte, weil es eben gerade nicht darauf abzielt, nur bei Rechtsradikalen oder bei PI-News-Leserinnen Rassismus zu identifizieren, sondern es setzt tatsächlich bei uns selbst an. Da gibt es ein schönes Feature, was im Deutschlandfunk gesendet wurde. Das ist sozusagen eine Kurzfassung des Buchs und ich empfehle Ihnen sehr, sich entweder das Skript durchzulesen oder auch den Beitrag zu hören. Da zitiere ich mal nur den Teaser. Aber wir sind doch alle gleich, so reagieren vor allem weiße Menschen oft, wenn die Sprache auf Rassismus kommt. Sobald weiße Menschen und ihre Privilegien in der Gesellschaft benannt werden, sagt Autorin Alice Hasters, scheint ihnen gleich sein, plötzlich wichtig und Hautfarbe egal zu sein. Ja, also was wir hier thematisiert sehen, ist nochmal eine andere Ebene als bei Hoffmann.
wo es ja vor allem darum ging, wie funktioniert Rassismus diskursiv. Hier ist die Frage, was passiert, wenn Rassismus thematisiert wird in einer Gesellschaft, die rassistisch ist, aber genau das nicht wahrhaben will. Ich zitiere dann noch einmal hier aus dem Buch selbst, aus dem Text, aus dem ersten Kapitel, das Sie gelesen haben. Selten fühlen sich weiße Menschen so angegriffen wie dann, wenn man sie oder ihre Handlungen rassistisch nennt. Das Wort Rassismus wirkt wie eine Gießkanne voller Scham ausgekippt über die Bananen. Weil die Scham so groß ist, geht es im Anschluss selten um Rassismus an sich, sondern darum, dass ich jemandem Rassismus unterstelle. Ja, also auch die Reaktionsweisen auf Rassismusdiagnosen, also solche diskursiven und metadiskursiven Phänomene, sind Dinge oder Themenaspekte von Rassismus, die bei Hoffmann so noch nicht auftauchen und die bei Hasters aber umso präsenter sind und die deswegen auch für uns aus einer linguistisch-diskursanalytischen Perspektive sehr aufschlussreich sind. Das soll es schon von meiner Seite gewesen sein als erster Input. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Seminardiskussion.